So Leute, ja, dann kommen wir mal zu den Salzwassertropen. Und zwar das ist das neue Unterfangen oder das wiederkehrende Unterfangen. Wir fangen wieder ganz von Null an. Das heißt, Waffen sammeln, EP farmen. Pro Level kriegt man halt Gold, Vorteil Plus. Lamas, Waffentickets, Waffenverbesserer, Heldenverbesserer, Waffenverbesserer, Fallenverbesserer natürlich, Überlebenverbesserer, Materialien auch, sowas wie reiner Regentropfen ist auch mit drin. Und ja, was noch? Wenn ihr hochleveln wollt, schnell, macht am besten immer Vierer-Missionen, die geben am meisten EP. Was noch? An Automaten bekommt ihr Waffen, wenn ihr da. Ich glaube, am Anfang ist es so, dass man natürlich Kupfer- und Silbererz hat. Das muss man da investieren. Man kann sich auch seine Fallen selbst herstellen noch. Das geht, aber Waffen nicht. Die muss man aus den Automaten holen. Dann haben wir. Ich glaube, wir haben noch ein paar. Was haben wir denn noch? Event, genau. Brecht nicht in Panik aus. Event R. Platziere Cursor-Bots in beliebigen Zonen. Okay, das ist in normalen Zonen auch möglich. Gut. Also, letztes Jahr war es so, dass man diese Platzierungen immer in der Unterfangen-Season machen musste. Man kann hier in dieser Auftragsreihe den Blackbeard Schwarzherz bekommen. Das ist. Das Video wird ein bisschen lang jetzt, weil das ziemlich viel ist. Blackbeard Schwarzherz, das ist der hier. Mythischer Held. Erhöht den Schaden von Kanonenkugeln um 20%. Spielt man den selbst? Das ist dieses Rosi-Geschütz. Ist automatisch, dass das Geschütz eine Kanonenkugel hat. Also, dass es abfeuern kann. Erhöht den Schaden von Kanonenkugeln um 40%. Rosi feuert nun 25 Kanonenkugeln. Es gibt noch Kugeln so, das muss man mit dem Blackbeard-Versteck machen. Das ist eine Heldenfähigkeit. Ich meine, man kriegt die auch am Ende dieser Auftragsreihe. Wo sieht man das? Man sieht das hier nicht so richtig. Ja, also man kriegt das hier mit dieser Season Banks Auftragsreihe, genau. Dann die Unterfangen Aufträge. Das, was man hier noch, desto weiter man kommt, desto mehr EP bekommt man. Natürlich muss man ja auch in die entsprechende Zone kommen. Geht bis 140, glaube ich, hoch. Ich glaube, irgendwann bei 124, wenn man dem Level ist, kriegt man sogar noch einen Kernverbesserer dazu. Und dann müsste noch irgendwo ein überlebender Verbesserer dabei sein. Jetzt hat man hier erstmal schließe eine Mission in den Salzwasser-Untiefen-Unterfangzonen ab. Hier eliminiere Hüllen, völlige Hüllen. Zerstöre Sträucher, das sollte kein Problem sein. Sträucher sind diese, die man auch im Battle Royale kennt, wo man sich drin verstecken kann. Damit sind nicht diese Pflanzen gemeint. Eliminiere Hüllen mit Fernkampfwaffen. Ganz normal schießen, drauf schießen. Bau einen Radarturm. Auch easy. Also, es sind eigentlich wiederholbare Aufträge in dem Sinne, weil wir es auch schon letzte Unterfangs-Season hatten. So, was haben wir noch?
Der Shop. Ne, die Piratenlamas sind drin. Piratenlamas. Gutes Stichwort. Events gibt's. Piratenwaffen, genau. Die sind hier drin. Die Duelanz. Eine Einschusswaffe. Da braucht die keine Magazingröße drauf. Und doch hat die 6 Magazin. Ich meine, die hatte nur eine. Dann hat die 6, okay, ja. Okay. Kann man echt gut mit umgehen. Ach, das, was ich meine, ist die Jacksberg-Geltung. Die Dragonair. Oh Gott. Das ist eine Standard-Schrotflinte. Ja, es geht eigentlich. Standardschaden. Jetzt nicht das allergrößte. Aber ist okay. Donnerwetterbüchse wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich noch in den Event-Shop kommen. Das ist eine der besten Waffen. Wenn man jetzt zum Beispiel noch keine Erfahrung mit dem Sturmkönig hatte oder so, dann kann man diese Waffe benutzen für die Kristalle zum Beispiel. Macht die 4 Legi Doppel-Crit-Schaden, Crit-Wertung, Element, Energie oder Physik. Reicht auf jeden Fall. Da braucht man jetzt nicht unbedingt eine Magazingröße drauf zu klatschen. Aber wer will, kann das natürlich machen. Oder Nachladegeschwindigkeit. Obwohl die schießt sowieso direkt auf einmal 8 aus dem Magazin. Daher würde die hier viermal schießen und muss dann nachladen. Deswegen Nachladegeschwindigkeit würde ich dann drauf klatschen. Also bleibt gespannt, Donnerwetterbüchse wird noch in den Shop kommen. Wenn nicht, dann ist sie wahrscheinlich schon in den Lamas drin. Was ich aber eher bezweifle, weil die immer in den Shop gekommen ist. Die alte Betsy. Ein Scharfschützengewehr. Ein Magazin. Habe ich mal eine Zeit lang gespielt. Kopfschussschaden. Kann man ja perken. Crit-Wertung und Crit-Schaden nochmal drauf und natürlich auch Energie. War okay, hab sie dann aber irgendwann wiederverwertet, weil irgendwann hast du dich satt gesehen, weil die dann doch nicht so deckt ist. Aber das jedem seine. Fernschütz habe ich auch mal gespielt, also kann ich nicht empfehlen. Hat einen Schuss. Sniper allgemein in Resident Evil sind eher so, ja, gehen ein bisschen unter. Hätte die ein Magazin von 6, würde ich sagen, ist okay, aber bei 1, es sei denn, jemand will damit spielen, dann kann ich empfehlen, auf Physik zu spielen. Crit-Wertung natürlich auch, Crit-Schaden, Kopfschuss-Schaden, ja. Und ja, dann die Nachladegeschwindigkeit drauf. Den Brawler. Dieser Event. Dieser Gegenstand kann während des Events R. Also ja. Also während dieses Events. Wird im Item Shop dann vorkommen. Ist eine gute Explosionswaffe, muss ich sagen. Kann eigentlich jede Art von Gegner umnieten, das heißt wegstoßen, Zamalma, ich glaube auch Zamalma Miniboss würden auf so 100, ich glaube bei 100 würden die weggestoßen werden, darüber würden die mehr Schaden bekommen, aber nicht weggestoßen werden, aber ist auf jeden Fall, wenn eine Gegnermasse kommt, besonders auf jeden Fall sehr effektiv. Was machen wir denn drauf? Die habe ich nämlich auch. Die muss ich mal kurz suchen, damit ich weiß, wie ich meine gepackt hatte. Ich habe so viele Waffen, ich bin gar nicht mehr klar. Ich bin schon zu weit hoch runter.
Wo hab ich die denn? Da ist die. Die habe ich auf Schaden, Nachladegeschwindigkeit, Elementenergie, Schaden und Schaden gegen Nebelbosse, Monster und Bosse und Einschlag und Wegstoßen gemacht. Wegstoßen, Einschlag kann man mit einem Kernverbesserer austauschen. Der hat eine sehr geringe Schussrate, deswegen würde ich hier auf Schaden gehen. Und Nachladegeschwindigkeit natürlich, weil ein Schuss nachladen. Genau. So, jetzt muss ich nochmal zurück. Das ist jetzt hier ein bisschen blöd. Jetzt, wen haben wir hier? Das ist die Waffe. Eulerich der Dritte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, die Nahkampfwaffen, muss ich sagen, die sind nicht so der Hit. Also, die kann man eigentlich direkt wegmachen. Angelhaken. Angelhaken gehört eigentlich auch dazu. Die ist auch nicht der Hit. Cousin. Die kann man während dieser Auftragsreihe R bekommen. Das Kuriose daran ist immer, dass, Moment, wo haben wir es? Sobald man, Moment. Ah, genau, erhöht bei kritischen Schaden, wenn man Kritschaden damit macht, dann den Kopfschussschaden mit Pistolen 5 Sekunden lang um 40%. Da kommt man gleich zu, dass, da gibt es eine Pistole, wo man die Nahkampfwaffe und die Pistole mit gut verwenden kann. Da muss ich sagen, die habe ich nicht so wirklich gespielt. Aber was ich da machen kann, empfehlen könnte, weil er erhöht den kritischen Trefferschaden, dass man hier auch auf Crit-Schaden geht, damit man crittet natürlich. Physisch bleibt, dann machen direkt die Pistolen nochmal 15 Sekunden lang 40% Schaden. Das ist Jacks Vergeltung, genau, das war die mit einem Einschuss. Und zwar hier ist Kopfschuss-Eliminierung erhöht die kritische Trefferwertung von Schwertangriffen. Das heißt, man könnte diese Cousin und Jacks Vergeltung miteinander spielen. Macht Kopfschussschaden, gehst, machst du 15 Sekunden lang. Er hat sich der Crit-Schaden für die wieder Schwert und andersrum machst du dann mit dem der Pistole. Hier kann man auch direkt auf Crit gehen und wichtig ist, man sollte auf Nachladegeschwindigkeit gehen, da hat nur einen Schuss und hier ist die Nachladegeschwindigkeit 3,0. Deswegen wird sich die Nachladegeschwindigkeit da besonders gut eignen. Natürlich müsste die Nachladegeschwindigkeit direkt auf Full HD gemacht werden, damit das sich auch irgendwie lohnt. Und dann ein Verdrescher. Ja, das ist eine Standwaffe. Damit kann man spielen natürlich. Da kann man kreativ sein. Da muss man jetzt nicht unbedingt den Standardweg gehen, obwohl der Standardweg wäre gut. Doppelkrit, Kritwertung, Angriffsgeschwindigkeit drauf machen. Physisch, Energie, Natur, Eis, Wasser, Feuer, das kann man alles drauf machen. Wie gesagt, das ist halt so eine Standardwaffe. Pulverschuss. Meine ich, kommt auch in den Itemshop zurück irgendwann. In den nächsten Wochen. Oder ist auch in den Lamas drinnen. Pulverschuss ist eigentlich so wie der Bumbogen.
Nur, dass es so ist, dass die nach 2 Sekunden, wenn die einen Gegner trifft, steckt die Lunte in einem Gegner drin und dann explodiert die und macht so einen kleinen Flächenschaden. Der Bogen macht direkt Schaden. Allerdings, Pulverschuss ist, kann man halt, wenn man jetzt gerade nicht den Bogen hat, dafür benutzen. Da wäre natürlich Doppelkrit, Kritwertung. Ich bevorzuge Energie. Was gut wäre, natürlich hier dieses 30% Schaden gegen leidende Ziele. Und wenn man noch einen Vorteil, einen Kernverbesserer hat, dass man den Leitschaden quasi erhöht, den man 6 Sekunden drauf macht. Das heißt, wenn man Schaden macht, dann ist Leitschaden drauf und dann hat man noch den 5. Perk Schaden gegen leidende Ziele. Dann haben wir noch Event-Anhänger, das sind die... Piratenhelden. Die sind da drin. Da kommen wir jetzt wieder zu Jacks Vergeltung und der Corsair. Wenn du mit Schwertern Schaden verursachst, erhöht sich dein Schaden von Pistolen 6 Sekunden lang um 22% oder um 65%. Kann man auf jeden Fall benutzen als Held-Setup, wenn man vorhabt, diese Pistole und dieses Schwert zu spielen. Säbelräuberin Ramirez kommt wahrscheinlich eher in den Item-Shop, so wie es aussieht. Was hat die? Bei einer in jeder Hand wird alle 10 Schüsse eine Kanonenkugel gespawnt, die 51 physischen Grundschaden verursacht. Und als Kommandantin alle 5 Sekunden. Da könnte man... Ja, man könnte möglicherweise irgendeine Kombination zwischen Blackwert, Schwarzherz und ihr herstellen, da die beide selbst Kanonenkugeln quasi abfeuern. Obwohl man... Ja... Dass man erst eher die spielt und dann wird der Schaden erhöht, wenn man den Blackwert Schwarzherz drin hat. Dann Freibeuterin Hype. Also die erhöht den Schaden von Keulen. 17% und oder um Kommandant als 50%. Ja, das braucht man jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da gibt es viele, die diesen Standardvorteil haben. Der wird Seewolf Jones, sie wird in den Item Shop kommen. Der war schon das letzte Mal im Item Shop, als er reinkam. Er erhöht den Schaden von der Schockwelle um 55%. Wer mit Schockwelle spielt, kann das auf jeden Fall machen. Oder ihr nimmt ihn als Kommandant. Wenn er Schockwelle macht, dann wird nochmal zusätzlich eine zweite Schockwelle ausgelöst. Das ist sehr praktisch, muss man sagen. In besonderen Situationen, eine 140er Hand, wo die ganze Zeit Zombies spawnen, da spawnen ja auch relativ viele immer random. Wäre es gut, wenn man eine zweite Shotwelle hat. Kann man das benutzen für. Pirat Ken kommt auf. Moment. Dieser Gegenstand ist in den Piratenlamas. Ich weiß, dass er beim letzten Mal im Itemshop gekommen ist. Wenn er in den Lamas ist, umso besser. Rauchbombe lädt deine Schilde komplett auf. Oh, weiß nicht, braucht man das? Es sei denn, man spielt als Ninja, aber es gibt viele andere Vorteile dafür. Spielt man den selbst, lädt deine Schilde komplett auf und lässt Feinde bei Aktivierung 5,5 lang einfrieren. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Corsarin Keelhole. Wenn du Schaden mit Pistolen verursachst, erhöht sich dein Schaden von Schwertern 6 Sekunden lang um 20%. Als Kommandantin 65%. Da kann man das hier mit der Jack-Vergeltung und dem Schwert kombinieren. Das heißt, diesen kann man mit Seeräuber Jonesy verwenden.
Blackbeard Schwarzherz hatten wir, Pirat Barrett. Finde mit einer Chance von 20% Kokosnüsse in Behältern. Unter den Einfluss von Kokosnüssen erhöht sich dein Schaden um 16%. Oh, das hört sich gut an. Das kann man auf jeden Fall machen. Also, Kokosnüsse erhöhen ja immer wieder das Leben, wenn du Gegner eliminierst. Masse 16%. Spielst du ihn selbst, ist die Chance zu 30%. Bei so vielen Gegnerherden kommen wahrscheinlich sehr viele Kokosnüsse raus und dein Schaden wird erhöht um 36%. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Den würde ich mal mitnehmen. Den Hybrid, da stand jetzt nichts drin, dass es ein Lamas ist. Ist wahrscheinlich, wie auch beim letzten Mal und davor das hier, wird wahrscheinlich in einen Itemshop kommen. Ja, also den Vorteil hatte ich schon mal irgendwann mal erwähnt gehabt. Also sehr lange her. Aber auch jetzt kann ich sagen, die Dauer von Leiden braucht man nicht. 34%, nein, braucht man nicht. Erhöht die Dauer von Leiden um 67%. Drachenschlagbe wird Leiden, das für 3 Sekunden jede Sekunde 15 Grundschaden verursacht. Ehrlich gesagt, die Gegner sind da eigentlich schon fast tot durch. Sei denn, man tut das jetzt auf Mini-Bosse oder Zermalmer und sowas. Da kann ich es noch verstehen, aber ins kleine Vieh kriegt man auch so alles platt. Was haben wir noch? Ich meine, ich hatte da noch. Hatte ich dann noch irgendwas mit Piratenlammers? War doch irgendwas noch drin? Ja, Steampunk-Waffen, genau, die sind auch mit drin. Das habe ich vergessen ein bisschen, aber. Ja, gut. Die sind jetzt. Ein paar sind dabei, die sind gut, aber nicht alle sind gut. Aber Dampfkolben gehört leider zu diesen Waffen, die sind nicht so der Hit. Aber der sechste Perk-Vorteil ist gut. Deine Kugeln verteilen bei Treffern Schrapnell, das 40% des Schadens in einem Kegelbereich hinter dem Ziel verursacht. Das heißt, trifft den Gegner, wenn da hinter nochmal ein Gegner getroffen. Abkühlzeit 1,5 Sekunden. Das ist ein sehr, sehr guter Vorteil. Allerdings mit Dampfkolben würde ich irgendwie nicht sagen. Dampfwalze ist eine Pistole. Habe ich schon mal gespielt. Ist jetzt nicht so hardcore der Hit. Ist Standard. Kann man mitspielen. Ist eher so ein Revolver. Magazingröße muss man nicht unbedingt drauf. Hier verursacht 6 Sekunden lang Leitschaden, macht den 5. Perk, 30% Leitschaden, Crit-Wertung und Crit-Schaden rein und lasst es auf physisch oder Energie oder jeweils ein anderes Element. Also ich spiele immer gerne mit physisch und Energie, weil Energie dann halt gegen jedes Element bestehen kann, mit der Ausnahme, dass es halt alles 75% macht. Nicht den vollen 100% Schaden, aber das reicht immer locker. Physisch macht 50% an Gegnern, aber ich denke mal, mit den Helden, die man hat, gleicht sich das aus. Machen mehr Schaden da dran. Kanonade kommt in den Itemshop wahrscheinlich. Sehr hochwahrscheinlich. Ist eine, muss ich sagen, eine geile Waffe. Verbraucht nur eine Munition, das heißt 8-mal wird geschossen. Man könnte auch sagen, man könnte direkt Magazingröße drauf machen. Aber da kann man auf jeden Fall gut Schaden drauf machen, komplett Schaden. Element ist egal. Und der 6. Perk ist nochmal gut. Da hat er auch den Kegelbereich
Ich weiß jetzt nicht, ob jeder den gleichen Perk hat. Es kann sein, dass du den auch ändern müsst. Weil nicht jeder hat immer die gleiche Waffe. Was haben wir hier? Bon Voyage. Bon Voyage. Scharfschützengewehr habe ich mal gespielt. Die ist absolut nicht der Hit. Also, nee. Nee. Kein Fall. Okay, 10 im Magazin ist okay. Kann man hier machen. Aber Schaden, nee. Wenn ihr unbedingt damit spielen wollt, Crit-Wertung, doppelt Crit. Element ist egal. Was haben wir denn als, ja. Dann würde ich ja noch empfehlen, Nachladegeschwindigkeit. Wolkenbrecher ist ein Bogen, gehört zur Scharfschützenreihe. Wird wahrscheinlich auch in den Itemshop kommen, höchstwahrscheinlich. Da sieht man gar nicht, wie die ist. Die habe ich doch auch irgendwo. Ja. Ein Moment. Ich habe keine Ahnung, wo die sich gerade tummelt. Liebeslied. Nein, das ist die nicht. Schrottschleuder. Schlachtfeuer. Nett, ich suche. Wolkenbrecher. Die hat einen interessanten 6. Perk. Bei Eliminierung von Feinden wird eine ständige Dampfwolke erzeugt. Kann alle 5 Sekunden auftreten. Schaden macht diese Wolke ein bisschen. Ist aber auch die, ich glaube, die einzige Waffe, die diese Dampfwolke macht. Kann auf jeden Fall gut werden. Glaube ich. Ich habe jetzt nicht unbedingt gespielt. Ich habe halt den klassischen Vorteil gemacht, Crit-Wertung, Crit-Schaden zweimal, Energie drauf und Schaden. Ja. So, jetzt nochmal drauf gehen. Wo haben wir die? Nein. Die Waffen. Der Baron wird von vielen benutzt. Man kann nämlich, also an sich, die Waffe zu benutzen als Angriffsmuster, also als Angriffswaffe, nicht zu empfehlen. Also kann man schon, aber viele spielen ihn wegen der Geschwindigkeit. Und zwar, man kann dreimal Laufgeschwindigkeit drauf machen, damit man schneller unterwegs ist. Element ist egal. Aber die wird viel dafür benutzt, dass man dadurch schneller laufen kann. Ich selbst benutze die nicht. Dafür habe ich das Hoverboard. Aber wer es machen will, kann es auf jeden Fall machen. Jetzt kommen wir zur Doppelkasse. Kommt auf jeden Fall in den Item Shop. Kann ich nur empfehlen. Ist einer der besten Waffen überhaupt. Crit-Wertung drauf, Crit-Schaden doppelten. Auf physisch lassen. Hat auch den Kegeleffekt. Die habe ich auch. Wo ist die? Da ist sie. Und einmal Schaden drauf. Dann ist perfekt. Und dann hat die noch den Vorteil hier da mit dem mit der Kegel im Breitbreit. In der Kegelbahn. Das macht die Waffe perfekt. Die ist einfach. Ich würde sagen, die beste Schrotflinte im Spiel. Schrotflintenschaden kann man noch erhöhen durch Glück ein paar Helden. Dann hat man es. Achso. Komm nicht hinterher hier. Steampunk. Dampfschneide. Kommt den Lamas vor. Schwierig mit der Waffe. Angriffsgeschwindigkeit, Crit-Schaden. Doppelt
Crit natürlich, Crit-Wertung. Ansonsten Finger weg würde ich lassen, weil die ist nicht so der Hit. Dampfspieß gehört auch dazu, zu dieser Waffe von vorhin von Dampfschneide. Dampfspieß ist genauso nicht der Hit. Okay, hat auch die Dampfwolke, schädliche Dampfwolke drin. Aber nee. Kommt auf jeden Fall in den Item-Shop. Die ist genial. Doppelcrit drauf machen. Crit-Wertung. Element würde ich Energie nehmen. Kann dann noch Magazingröße auf jeden Fall drauf tun. Der Schaden ist nämlich gut. Magazingröße ist schon auf 60. Natürlich kann man dadurch nochmal auf 90 erhöhen. Nachladegeschwindigkeit ist okay, so wie es ist. Aber es ist halt so eine Trommel. Sturmgewehr, sagen wir mal, Trommelmagazin. Lohnt sich auf jeden Fall. Das Problem ist nur, ihr wird auf jeden Fall erst in den Item Shop kommen. Es sei denn, ihr könnt euch die rausforschen, aber da müsstet ihr ein Gutscheinticket nehmen. Aber das braucht man nicht. Die kommt auf jeden Fall in den Item Shop. Holt euch die auf jeden Fall. So, damit wären wir bei den Waffen fertig. Es gibt dann noch hier die Gruften. Da weiß ich nicht, wie das aussieht mit Battle Pass EP, wie viel man da bekommt. Aber bei den Krypten ist es so, dass man da wieder ein paar Helden durchbekommt. Hier Gruften. Hier kriegt man auch Piratentickets. Gold natürlich. Schließt man erstmal alle ab, kriegt man den Banner Gruften. Schließt man die 140er ab, kriegt man einen Heimatbasis-Banner. Das ist da unten der. Was haben wir hier noch? Genau, als Soldat abschließen, kriegt man erstmal einen Ken. Da muss man nochmal, ich glaube, zweimal abschließen. Dann kriegt man den Sumpfritter. Das ist. Wo hab ich den? Sumpfritter, wo bist du? Da ist der. Und zwar kriegt man den beim letzten. Erhöht Schaden gegen Nebelmonster um bis zu 42%, basierend auf deiner Prozentzahl deiner fehlenden Kondition. Sehr nice. Oder spielt man ihn selbst? Zusätzlich wird einer Chance von 45 ein Phantasma beschwört. Wenn du Schaden nimmst, Phantasma prallt nahe Feinde an und verursacht 62 Grundschaden in einem Radius von 0,5 Kacheln. Abkühlung Zeit 1,5 Sekunden. Der ist auf jeden Fall OP. Den kann man auf jeden Fall nehmen. Dann. Minibosse erledigen. Wenn ihr 140er habt, Missionen, also zum Beispiel das mit dem Sturmkönig, wo man drei Minibosse besiegen kann, dann kann man das auch in den Gruften machen. Das zählt da nämlich auch. Allerdings wird es ein bisschen schwer. Aber ich denke, mit den Leuten, die die ganze Zeit Minigun mitnehmen, wird es dann kein Problem sein. Imitatoren findet man da auch reichlich, falls jemand so ein paar Missionen davon fehlt. Findet man eigentlich fast in jeder Ecke. Ja, hier sind so Fallen auslösen, Fallen zerstören und sowas, kriegt man massig an Tickets. Hier lass dich treffen von der Pfeilfalle, Haltfalle, Einsturzfalle, Teleportfalle. Hier schließe täglich Gruften aufgraben. Das ist hier die Marotte mit der Grotte. Täglich schließe die Grotte ab. Das ist dritte Grotte, dritte, wie heißt sie? Gruft. Sechs Stück, dann kriegt man die. Und bei 10 kriegt man nochmal Tickets Gold und natürlich auch einen Banner nochmal hinzu.
Ich hatte, glaube ich, noch etwas vergessen. Ja, und zwar, das ist jetzt nicht die einzige. Man muss einmal die Krypten abschließen, kriegt man noch eine, dann noch eine, dann noch eine. Und wer an Halloween, glaube ich, das letzte Mal da war, der weiß ja, gibt es noch eine fünfte Grotte, da kriegt man noch einen Held. Und bei den ganzen anderen Gruften kriegt man noch ein paar Helden. Das ist halt eine Menge Sachen, die mal wiedergekommen sind. Von Helden, Agent des Chaos, kennt vielleicht einige aus Battle Royale. Den kriegt man, wenn man diese Gruft, die fünfte, ich glaube beim zweiten Mal oder dritten Mal abschließt. Also er hat einen besonders schönen Effekt. Wann immer du eine beliebige Fähigkeit nutzt, sorgt flinke Finger dafür, dass du deine ausgerüstete Waffe nach, dass deine Waffe nachgeladen wird, wenn sie nachgeladen werden kann. Das heißt, was weiß ich, was hat er denn hier? Einmal Splittergranate werfen, während das Magazin leer ist, und ihr habt wieder volles Magazin. Was hat er denn hier als. Okay, da Nachladen beschwörst du mit einer prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Phantasma. Diese Wahrscheinlichkeit basiert darauf, wie leer dein Magazin war. Maximale Wahrscheinlichkeit 80%. Das heißt, einmal Magazin leer, was weiß ich, Granate geworfen, Magazin wieder voll und Phantasma erscheint vielleicht zu 80%. Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden das macht. Dann kriegt man noch einen Ninja. Wo ist der denn? Das ist der Sumpf, das Monster Ken. Ich glaube, Grotte muss man da dreimal abschließen. Erhöht Nahkampfschaden um 44%, basierend auf deiner fehlenden Zahl deiner fehlenden Kondition. Das heißt, desto niedriger die Energieleiste ist, desto mehr macht den Nahkampfschaden. Also, okay, macht 44%. Oder? Erhöht Nahkampfschaden um 44, basierend auch dann der fehlenden. Ja, dann 44%. Ja, komisch. Also, desto weniger man hat, müsste man eigentlich mehr haben. Also, mehr als 44%. Ich check das gerade nicht. Was noch? Als Kommandant spielt zusätzlich beschwört Nahkampfeliminierung mit schweren Angriffen einer Chance von 60% ein Phantasma, prallt nahe Feinde an und verursacht 62 Grundschaden in einem Radius von 0,5 Kacheln, Abkühlungszeit 1,5 Sekunden. Nice. Ja, es ist auf jeden Fall eine Menge. Also natürlich wiederkehrende Sachen für Leute, die jetzt hier, was weiß ich, gerade anfangen wieder. Lohnt sich das auf jeden Fall, weil die haben ja natürlich einiges verpasst. Für diejenigen, die halt letztes Jahr das nicht machen konnten oder es einfach nicht machen konnten, können es ja jetzt nachholen. Unterfangen-Season heute 6.4. geht bis zum 20.6. Also gute 2 Monate habt ihr Zeit dafür. Ja, wie es neue Starterpaket aussieht, wird wahrscheinlich eher im Juli kommen, denke ich mal. Das haben sie auch irgendwie komisch gemacht. Naja, holt ihr euch das Starterpaket, habt ihr natürlich direkt Zugang zu Rette die Welt. Ja, ansonsten, das war's. Also, die Gruften wieder drin sind, würde ich gerne auch wieder ein bisschen streamen dazu, weil die Gruften machen Spaß. Zwar auf Dauer sollte man nicht übertreiben, aber so viel gelegentlich zwischendurch machen die echt Fun, muss man sagen. Die geben ein bisschen Abwechslung, auch wenn das immer das Gleiche ist, macht schon irgendwie ein bisschen Fun dabei.